Die Europäische Union will in der Demokratischen Republik Kongo eine Luftbrücke in die von bewaffneten Rebellen bedrohte Stadt Goma einrichten. Die Operation soll medizinische Hilfsgüter und Nahrungsmittel liefern. Sie wird mit Unterstützung Frankreichs organisiert. Die Ankündigung erfolgte während eines Besuches des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Er bemüht sich um eine Deeskalation im Osten des Landes. In einer Erklärung schrieb der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz: Die EU ist bereit, alle erforderlichen Mittel zur Unterstützung der humanitären Helfer zu mobilisieren, einschließlich Logistik und Luftverkehr, um den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden. Face à une histoire dont le nombre de victimes équivaut à celui des guerres mondiales que nous avons vécues, la France ne prétend pas, et je ne prétends pas, avoir seule une solution. La solution est dans un réveil collectif. C'est pour cette raison que la France sera le premier État à répondre à l'initiative de l'Union européenne. Das Ziel des französischen Staatspräsidenten ist es, die Beziehungen zur Demokratischen Republik Kongo zu erneuern. In der Hauptstadt führte sein Besuch zu Protesten. Die antifranzösische Stimmung in der Region steigt, während der Einfluss Moskaus und Pekings wächst. Viele der Demonstrierenden in Kinshasa hielten russische Fahnen hoch.